Was ist die Funktion des Geldkartenchips? Fragezeichen. Nun, dieser Geldkartenchip, Nutzung übrigens nicht besonders stark ausgeprägt. Also ich selber nutze das Ding nicht. Und wenn ich die Zeitung richtig verstehe, was da Journalisten schreiben, dann tun es relativ wenige, dass sie diesen Geldkartenchip nutzen. Man müsste mal fragen, woran das überhaupt liegt. Ist das einfach nur ein Akzeptanzproblem oder ist der Sinn nicht so ganz erkennbar oder ist der Nutzen sehr stark eingeschränkt? Die Grundidee ist, das Ganze soll eine Art elektronische Geldbörse sein. Ja, vielleicht haben Menschen da auch Angst, weil das Geld ist dann sozusagen auf dem Chip auf der Karte und wenn die Karte dann weg ist, ja, dann weiß man nicht. Dann kann jemand natürlich auch sozusagen an dieses Geld ran. Also man lädt diesen Chip auf mit einem bestimmten Guthaben. Das kann man an Geldautomaten machen und dann kann man damit mit dieser elektronischen Geldbörse Zahlungen des täglichen Bedarfs erledigen. Soweit, ja, soweit es möglich ist, technisch möglich ist. Ich habe vor kurzem, da war ich ein bisschen in Zeitdruck, da war eine Straße gesperrt. Ich hatte überhaupt nicht gerechnet damit, dass diese Straße komplett gesperrt war. Ich hatte einen Termin, musste also jetzt, konnte durch die Straße nicht durchfahren, musste da jetzt einen Parkplatz finden. Und für diesen Parkplatz dann bezahlen, stand vor dem Parkautomaten und hatte keine Münzen. Ich hatte keine Münzen. Und dann hätte ich mal einen Sinn gesehen für so einen Geldkartenchip, aber der Automat hat das nicht hergegeben. Ja, ich glaube, wenn jetzt da die Möglichkeit gewesen wäre an diesem Geldautomaten, dann hätte ich gesagt, sieh mal da, jetzt in der Situation musst du dir irgendwie jetzt erstmal Münzen besorgen. Du musst also jetzt rumrennen, gucken, dass dir irgendjemand was Geld eintauscht gegen Münzen, dann musst du zurück, musst deine Parkgebühr bezahlen und dann kannst du in Ruhe deinen Termin wahrnehmen. Und in dem Fall wäre es sinnvoll gewesen, so einen Chip zu haben und ich hätte es dann mir vielleicht auch mal eingerichtet für ein paar Euro. Aber der Geldautomat hat es nicht hergegeben. Ja, also Zahlung des täglichen Bedarfs, vielleicht liegt es auch hier dran, dass eben diese Zahlung des täglichen Bedarfs, dass das eben eingeschränkt möglich ist. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.